Liebe Zuschauer, die Lage ist ernst. Österreich hat zwar gewählt und eine vermeintlich patriotische Regierung bekommen, dennoch wird massiv weiterhin gegen patriotische Graswurzelbewegungen vorgegangen. Insbesondere, wie vielleicht viele von euch mitbekommen haben, wurde die identitäre Bewegung jetzt mit Razzien durchsucht, elektronische Geräte beschlagnahmt, Konten gesperrt und die Meinungsfreiheit dieser Patrioten wurde so praktisch eingekerkert. Und bevor ich Martin das Wort übergebe und ihm die brenzliche Situation beschreiben lasse und seine neue Mission, was mich sehr inspiriert hat, ich habe das Video ja schon gesehen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass das im Prinzip ein weiterer Beweis ist, dass die echte Meinungsfreiheit, nicht die Meinungen, die man schon haben darf, die echte Meinungsfreiheit, auch unbequeme Meinungen zu sagen, unbequeme Meinungen wie patriotische Meinungen, die der Regierung im Moment nicht gefallen, dass diese Meinungsfreiheit so mächtig zu sein scheint, dass die Regierenden so eine riesige Angst davor haben, dass wir den Mund aufmachen, dass wir den Mund nicht mehr schließen, dass wir die ganze Zeit plappern und reden und sagen, was wir wirklich denken, laut sind dabei. Dass sie so eine Angst davor haben, dass sie sogar Geräte beschlagnahmen, Menschen inhaftieren, Konten sperren und so weiter und so fort. Ich kann Martin nicht genug dafür danken, dass er das ständig macht. Wir machen das ja alle mit und ich möchte euch auch dazu auffordern. Bitte, benutzt eure Meinungsfreiheit, benutzt sie viel, benutzt sie ständig, benutzt sie immer lauter, bis den anderen die Ohren rasseln. Martin, leg los. Ich hätte es ja eigentlich wirklich besser wissen können. Als ich nach meinem Gefängnisaufenthalt in England und meinem Gebirgsaufenthalt im Rahmen der äußerst erfolgreichen Mission Defend Europe ein paar Tage entspannen wollte, in einer Berghütte mit meiner Begleitung, also Lauren Southern und Brittany Pettibone, hätte ich wissen müssen, dass es anders kommen wird. Und wie es gekommen ist, warum es so gekommen ist und warum ihr das Video vor allem auf dem Kanal von Hagen Grell seht, das erfahrt ihr gleich jetzt. Am Freitagmorgen in besagter Almhütte wurde ich von einem Handyanruf geweckt. Am Apparat war eine der klassischen Wiener Polizeistimmen, Wiener kennen Sie, bestimmt, aber nicht unfreundlich. Herr Selmer, wir stehen da vor Ihrer Tür. Wenn Sie nicht bald daherkommen, dann brechen wir die Tür auf. Naja, 7 Stunden Fahrt nach Wien, weit und breit keiner in der Nähe, der Ihnen helfen kann, die Tür aufzumachen. Also brachen Sie die Tür auf. Mit einem Schlüsseldienst wurde das Schloss ausgetauscht, meine gesamte Wohnung durchwühlt, dabei alle Datenträger, alle Dokumente, Mappen und ich glaube sogar mein Maturazeugnis mitgenommen. Und gleichzeitig erfahre ich von allen Seiten aus ganz Österreich, dass bundesweit eine Razzia stattfindet, bei der insgesamt 10 Objekte durchsucht wurden, Privatwohnungen, Büros der IB. Warum? Weil wir angeblich eine kriminelle Vereinigung sein sollen. Ich war natürlich empört. Ich habe sofort ein Video aufgenommen, in dem ich erklärt habe, worum es da geht und warum das ein Schwachsinn und ein reiner Akt der politischen Schikane ist und fuhr dann ins Tal, um das Video im Café zu schneiden und hochzuladen. Und kurz bevor ich damit fertig war, grapschen auf einmal 2 Leute nach meinem Computer und nach meinem Handy. Sagt, Herr Sellner, mitkommen. Und ich wollte schon aufstehen in Kämpferpose, auf einmal merke ich, die halten mir eine Polizeimarke direkt ins Gesicht. Die haben mich tatsächlich in Lienz, in Osttirol, geortet via Handy, und mich dann mitgenommen zu einer sofortigen Vernehmung. Mir dann auch noch mein Handy abgenommen und mein Computer abgenommen. Insgesamt haben sie jetzt, glaube ich, ja, also alles, was ich irgendwie in elektronischen Gegenständen habe, weswegen ich auch mein gesamtes Material mir zusammengeborgt habe. Thank you very much, Brittany, Lauren und Fabian. Und das ist nebenbei auch mit der Grund, warum ich jetzt auf Hagens Kanal zu euch spreche. Vielen lieben Dank auch an dich, Hagen, dass ich das darf, quasi bei dir auf deinem YouTube-Kanal in ein Exil gehen. Dadurch, dass mein Handy weg ist, kann ich, obwohl ich meine Passwörter kenne, mich in nichts mehr einloggen, weil ich klugerweise eine Two-Factor-Authentification eingegeben habe. Aber ohne Handy geht das nicht. Das heißt, ich komme nicht in meinen YouTube-Kanal rein, nicht in mein E-Mail-Passwort, ich komme nicht in meine Notizen rein, ich kann auf mein Bankkonto nicht zugreifen, ich habe gar keine Telefonnummer und ich habe im Moment gar nichts und musste mir quasi einen Computer kaufen, einen Laptop und ein Android-Telefon, um überhaupt kommunizieren zu können. Ich bin mehr oder weniger vogelfrei und komplett von meiner digitalen Existenz abgeschnitten. Wurde wie ein Terrorist geortet, wurde dann aus dem Kaffeehaus in ein Polizeiauto gezerrt, dort vernommen. Danach fuhren die Polizisten im Konvoi hinauf zu dieser Almhütte, um auch dort noch meine Unterkunft zu untersuchen und auch das gesamte Gepäck meiner Freunde zu durchwühlen. Warum? Weil ich es gewagt habe, in diesem Land friedlichen patriotischen Aktivismus zu betreiben. Es ist wirklich etwas faul im Staate Österreich. Und jetzt werden wir gemeinsam
die Aktenberge durchgehen. Ich möchte euch erklären, was faul ist und was zu diesem Wahnsinn führen konnte, über den das gesamte Land den Kopf schüttelt. Die rechtliche Grundlage für all diese Razzien und für die Einrichtung einer Sonderkommission für die IB, wie wir das in Verhören mitbekommen haben, mag ich wissen, wie viele zigtausende Euros das dem Steuerzahler gekostet hat, diese groß angelegte Razzia gegen Patrioten. Die rechtliche Grundlage dafür ist der Paragraph 278 StGB. Jetzt zahlt sich mein verkrachtes Jusstudium aus, dass ich, falls meine Mutter das sieht, selbstverständlich irgendwann zu Ende führen werde, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist und Europas Zukunft gesichert. Also ich hoffe sehr bald. Auf jeden Fall in diesem Paragraph 278, der im Zuge des VGD-Prozesses, ein Prozess gegen recht radikale Tierschutzvereinigung, zum Brennpunkt der gesamten linksliberalen Kritik wurde, das ist die kriminelle Vereinigung. Also eine Vereinigung eines Personenkreises, die über einen fortgesetzten Zeitraum gemeinsam Straftaten begehen. Der Hintergrund des sogenannten Mafia-Paragraphen ist, dass man oft mafiöse Gebilde schwer beseitigen konnte. Da gibt es einen großen Don, der lebt und residiert in seiner Hacienda und seine ganzen Handlanger und Henchmen erledigen die Drecksarbeit. Und man kann schwer in den einzelnen Fällen von Erpressung, Bestechung, Raub, Mord nachweisen, dass eigentlich er der Drahtzieher ist und dass die ganzen Geldflüsse, die da gewaschen werden, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Und da schafft man so einen Überparagraphen. Und das Zentrale ist, dieser Paragraph wurde reformiert. Unter der Hand, das hat kaum einer mitbekommen, im Jahr 2015 wurde der Paragraph reformiert. Es reichte von nun an nicht mehr nur, dass man Sachbeschädigungen, Erpressungen, Drohungen, Morde begeht, um eine kriminelle Vereinigung zu begründen. Nein, auch der Paragraph 283 wurde mit hineingenommen. Kann jeder nachschauen auf Wikipedia oder auf Usline, wenn er diesen Paragraphen eingibt. Und das war ein Detail, das aber drastische Folgen hatte und das auch die Grundlage dafür ist, dass man mit diesem unfassbaren Akt der Repression gegen friedliche Aktivisten vorgehen konnte. Denn was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass wenn eine Gruppierung, die auf längere Zeit angelegt ist, also jede Bewegung und Partei, mehrfach nicht Menschen bedroht, Schaufensterscheiben einschlägt, Schutzgeld erpresst, Geld wäscht, sondern Meinungsäußerungen tätigt nach dem Verhetzungsparagraphen, der parallel zur Verschärfung der multikulturellen Lage, des Scheiterns von Multikulti, ebenfalls die letzten Jahre immer weiter verschärft wurde, begeht, dass diese Gruppe dann verboten werden kann, allen Mitgliedern bis zu 3 Jahren Haft drohen kann, alle Gelder eingefroren werden. Und genau das passiert jetzt auch, indem das IBÖ-Konto gekündigt wurde und auch in diesem Akt ersichtlich Phalanx Europa, der T-Shirt-Job von Patrick Lehnert und mir, der mit einer akkurat geführten Buchhaltung nichts mit der IBÖ zu tun hat, auch mit hineingenommen wird und als Teil des kriminellen Netzwerkes zerschlagen werden soll. Es geht hier um die totale wirtschaftliche und persönliche Vernichtung von Patrioten, das Eindringen in den Privatraum und hier merkt man, wie gefährlich es wird, wenn ein Staat totalitär wird und seine unfassbare Macht, die er hat, ausnutzt, um Meinungsfreiheiten zu beschränken. Wir sind also eine Meinungsmafia. Und wenn du Patriot bist in diesem Land und es dich stört, dass der politische Islam um sich greift, wie wir das kürzlich gesehen haben, dass die Masseneinwanderung unsere Zukunft bedroht, dann sage ich herzlich willkommen der Meinungsmafia und wage es nicht, zu offen deine Meinung zu sagen, weil dann könnte es sein, dass du zum Vogelfreien in diesem Land wirst, dass man deine Wohnung durchsucht, deine Besitztümer dir wegnimmt und dich eigentlich behandelt wie einen Terroristen. Apropos Terroristen. Lieber Staat, lieber sogenannter Verfassungsschutz, später mehr dazu, warum so genannt. Warum hören wir so wenig von Razzien in den ganzen Kriegsmoscheen? Warum hören wir nichts von Razzien gegen Linksextreme, die Mordversuche begehen, mit Ketten auf uns losgehen, Autos anzünden? Warum macht ihr eine Sonderkommission gegen friedliche Patrioten, die genau das tun, was eigentlich eure Aufgabe wäre, nämlich die Verfassung, die Gesellschaft und die Grenzen zu schützen? Aber zurück zum Punkt. Was uns vorgeworfen wird, in der Verbindung des umgestalteten Meinungsmafia-Paragraphen ist, dass wir zu Hass gegen die Religionsgesellschaft des Islams, die nach den Kriterien der Religion definierte Gruppe der Muslime, die nach den fehlenden Kriterien der Staatsbürgerschaft definierten Gruppen der Ausländer und Flüchtlinge und die nach den Kriterien der Staatsangehörigkeit und nationalen Herkunft definierten Gruppen der türkischen Staatsbürger aufgestachelt haben. Daneben gibt es ein paar sogenannte Sachbeschädigungen durch Aufkleber und Sprühkreide am Boden, also komplett lächerlich. Darauf baut im Wesentlichen die Anklage auf. Und konkret bezieht man sich dabei auf die Aktion in Graz, als wir ein Banner mit der Aufschrift Islamisierung tötet aufgehängt haben und auf die Aktion in Wien, als wir wieder ein Banner aufgehängt haben mit dem Slogan Erdogan holt einen Türken haben. Warum ist Islamisierung eine geschützte religiöse Gruppe?
Warum ist der Slogan Erdogan holt eine Türkenham, der in seiner zugespitzten, provokanten, gebe ich zu, Aussage weit hinter dem Zurückblick, was Kurz, Strache und Dönmez und andere gesagt haben, warum ist das auf einmal Verhetzung? Und diese Aktionen sollen jetzt der Grund dafür sein, dass man mir meine gesamte Wohnung ausräumt, dass man meine Wohnung aufbricht und mich ortet wie einen Terroristen. Das ist völlig absurd. Und jeder Mensch in Österreich schüttelt nur mit dem Kopf darüber. Und ich finde es auch bezeichnend, dass die Linken, die sich sonst aufregen bei Dennis Yücel, die beim VGD-Prozess damals in Tränen ausgebrochen sind, von Staatsterror gesprochen haben, jetzt einfach schweigen oder sich sogar hämisch die Hände reiben. Das entlarvt ihre gesamte Kritik an Totalitarismus als eine reine und pure Heuchelei. Ich sehe den Prozess gelassen entgegen. Ich bin mir sicher, dass diese Anklage zerbrechen wird. Ich kann noch nicht zu genügend dazu sagen. Es gibt hier eine sehr interessante Hintergrundgeschichte zu dieser ganzen Sache, die ich später mal in aller Breite erzählen werde. Wir werden uns davon in keinster Weise isolieren lassen. Wir werden nicht zurückschrecken, wir werden nicht aufgeben. Im Gegenteil, wir werden nach vorne preschen. Wir werden weitergehen. Und wir werden diese Sache an die Öffentlichkeit tragen. Wir werden auf diesen Radikalisierungsversuch von oben, wo die IB, die nach wie vor friedlichen, kreativen Aktivismus leistet, behandelt wird, als wäre sie eine terroristische Organisation, eine kriminelle Vereinigung, nicht darauf reagieren, indem wir zu einer kriminellen Terrorvereinigung werden. Das überlassen wir den Islamisten, das überlassen wir den Linken, wir gehen an die Öffentlichkeit. Und deshalb lade ich auch den Verfassungsschutz, den sogenannten Verfassungsschutz, zum erneuten Mal herzlich ein, nach jedem Bericht, den sie über uns veröffentlicht haben, am kommenden Samstag zur IB-Zone, zur Special-IB-Zone, der kriminellen Vereinigungszone, nach Wien zu kommen, wieder in der Wiener Innenstadt. Wieder wird ein gelber Liegestuhl frei sein, wieder werde ich ein gutes Getränk dabei haben, ein Radler oder ein Almdudler Matagorana, je nach Wahl. Setzen wir uns zusammen und erklärt uns doch, was an der IB so gefährlich ist. Ihr könnt auch gerne alle Sachen, die ihr von mir habt, falls ihr es schafft, die Codes zu knacken, durchschauen und durchstöbern. Ihr werdet dabei nichts finden, was ich nicht auch öffentlich gesagt habe, außer vielleicht ein paar peinliche, pubertäre Gedichte, wie ich 15, 16 war. Ich bitte, die nicht zu veröffentlichen. Macht doch das, was in der Verfassung steht. Artikel 8 Absatz 2. Die Republik bekennt sich zu ihrer gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu achten, zu sichern und zu fördern. Artikel 8 Absatz 2 eurer eigenen Verfassung. Die wahren Verfassungsschützer, die das vollkommen undemokratische, vollkommen absurde Experiment des Bevölkerungsaustauschs beenden wollen, das sind wir. Und wir richten uns damit nicht gegen den Staat, nicht gegen einzelne Beamten, die auch, muss ich sagen, zu mir höflich und freundlich waren, sondern gegen diese kranke Ideologie, die offenbar wie in einem Deep State die Gesetzgebung, aber auch die sogenannten Experten, die immer über Extremismus schreiben, in den letzten Jahrzehnten infiltriert haben. Und meine Kritik, das muss ich Ihnen wieder auch klar machen, richtet sich daher nicht explizit oder insbesondere gegen die derzeitige Regierung. Wir werden nochmal genau aufarbeiten, wer da wie involviert war, was da dahinter steckt, sondern vor allem gegen die Vorgängerregierungen, die durch die Verbindung von Mafia-Paragraphen und Meinungsparagraphen, durch die Verschärfung von diesen Meinungsparagraphen eine Lage geschaffen haben, in der man als Österreicher, der seine Meinung sagt, freiwillig ist, in der illegale, mutmaßliche Vergewaltiger freigesprochen werden, dann untertauchen können, die Grenzen offen waren, in der jeder, der einen Fuß auf österreichischen Boden setzt, zum Sozialfall wird und von der Steuer mitgefüttert und durchgetragen wird, während wir Österreicher, wenn wir es wagen, uns darüber zu beschweren, zum Fall für Justiz werden und behandelt werden wie Terroristen. Apropos, ich muss das Video nun beenden, denn ich möchte bald den Ort wechseln, denn ich habe keine Ahnung, ob man mir auf den Fersen ist und mich vielleicht nochmal einsperren will und mir die frisch erworbenen Computer und Handys auch noch abnehmen möchte. Ich möchte mich auch rein prophylaktisch bei allen bedanken, die mir Zuspruch ausgesprochen haben oder mir Nachrichten geschickt haben. Ich kann sie leider auf unbestimmte Zeit nicht empfangen. Danke nochmal auch an Hagen, der mir hier YouTube-Exil gewährt hat. Und also eine kleine Ansage und Versicherung, das bremst uns überhaupt nicht, im Gegenteil. Das weckt und rüttelt uns erst auf. Das zeigt uns erst, wie viel im österreichischen Deep State noch im Argen liegt und dass eine Wahl die patriotische Wende nicht bringen kann. Und für mich war das eine persönliche Herausforderung, die mir auch wie so ein kalter Guss Wasser, vielleicht auch ein paar bürgerliche Gemütlichkeiten aus den Gliedern gespült hat. In Österreich gibt es keine Meinungsfreiheit. In Österreich gibt es keine echte Gerechtigkeit, wenn patriotische, friedliche Aktivisten behandelt werden wie Terroristen, aufgespürt werden und in die Wohnung aufgebrochen wird. Das muss sich ändern, das wird sich ändern. Und es wird jetzt zu meinem Lebensziel, diese ungerechten,
Einschränkungen der Meinungsfreiheit, diese Knebelmaßnahmen gegen Patrioten in diesem Land zu beenden. Und dich als Zuseher bitte ich, mich und uns die IB dabei zu unterstützen. Und ich frage dich als Österreicher insbesondere, willst du in einem Land leben, in dem komplett unbescholtene Menschen, Leute wie Patrick Lehner, die in ihrem Leben noch nie einer Fliege was zu leid getan haben, in ihrer Wohnung mit einer Razzia aufgeweckt werden, ihnen alle Wertgegenstände abgenommen werden, behandelt werden wie Schwerstverbrecher, während gleichzeitig mutmaßliche Vergewaltiger freigesprochen werden, untertauchen können und die Antifa nach Belieben Autos anzünden und Patrioten angreifen kann. Willst du in so einem Land leben? Also ich will nicht in so einem Land leben und ich werde alles dagegen tun. Und wenn ihr insbesondere als Österreicher die Veränderung wirklich wollt, vor allem wenn ihr die Veränderung gewählt habt, vermeintlich, bei der letzten Wahl, und aber merkt, dass sich an diesem Klima der Angst und Meinungsunfreiheit nicht wirklich was geändert habt, dann müsst ihr jetzt mit uns aufstehen. Denn dieses Klima der Angst und diese Repression von oben gegen die Meinungsfreiheit, der Deep State in Österreich, der zeigt sich so klar und deutlich wie noch nie im Versuch, eine nach 5 Jahren immer friedlich gebliebene patriotische Jugendbewegung zu zerschlagen und zu behandeln wie eine kriminelle Mafia. Das dürfen wir uns vor den Augen der Geschichte nicht gefallen lassen. Und ich bitte dich ganz persönlich, das Video zu teilen unter dem Hashtag Heimatliebe ist kein Verbrechen, auch in sozialen Netzwerken auf diesen Wahnsinn aufmerksam zu machen, auch deinen lokalen Politikern zu sagen, was ist da los, was läuft da ab? Das ist einfach unerträglich. In welchem Land leben wir eigentlich? Wenn ihr wollt, natürlich, auf uns kommt jetzt ein Prozess zu, die Akten stapeln sich, die Sonderkommission ermittelt und wertet gerade alle Datenträger aus, könnt ihr uns auch unterstützen. Im Moment leider nicht die IBÖ, weil alle Konten gesperrt wurden, aber ihr könnt die Identitäre Bewegung Deutschland unterstützen. In der Beschreibung findet ihr eine Kontonummer und einen Verwendungszweck. Ihr könnt auch meinen Exil-Kanal unterstützen, findet ihr, wie gesagt, alles in der Beschreibung. Und ich bitte euch auch, Hagen Krell zu unterstützen, der als ein Hort der Meinungsfreiheit, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, mir die Möglichkeit gegeben hat, das Video hier hochzuladen. Von meiner Seite bleibt mir eins zu sagen, der Kampf geht weiter, nach wie vor friedlich, immer mit einer Prise guter Laune. Und wenn ihr euch davon überzeugen wollt, wie schrecklich und bösartig und gefährlich nach Ansicht dieses Herrn Staatsanwalts die kriminelle Vereinigung der identitären Meinungsmafia wirklich ist, dann kommt vorbei am Samstag, Identitäre Zone. Und insbesondere ihr, liebe Verfassungsschützer, verantwortliche Staatsanwälte, die dafür gesorgt haben, dass meine Wohnung aufgebrochen wurde, alle meine elektronischen Gegenstände beschlagnahmt wurden und ich auf einem Urlaub vor den Augen meiner Freundin und meiner Gäste in einem Kaffeehaus verhaftet und verhört wurde, euch lade ich ganz besonders ein. Habt den Schneid, kommt vorbei, schaut mir ins Gesicht und redet mit mir. Warum werde ich in Österreich, in meinem Heimatland, für das ich mich seit Jahren einsetze, behandelt wie ein Terrorist?